Hi, in diesem Video wollen wir einmal versuchen, hier diese Bluetooth-Kopfhörer, die sich hier drin befinden, zu zerlegen. Dazu suche ich mal gerne mal ein bisschen weiter rein. Dabei handelt es sich um Bluetooth-Kopfhörer von Blitzwolf. Und zwar genau hier um diesen Typ, um die BW-FYE2. Das sind die. Und ja, die sind halt kaputt. Die halten nicht mehr lange durch. Wie lange kann ich nicht sagen. Der liebe André war so freundlich und hat sie quasi gesponsert. Hat halt freundlich nachgefragt, ob er die entsorgen soll oder nicht. Und da habe ich das Angebot halt gerne mal wahrgenommen, gesagt, immer her damit, so dass man heute hier was zum Zerlegen hat. Ja, und ich könnte das Video zwar anders benennen, aber ich benenne es mal so, wie es jetzt halt ist. Und wir haben hier drei Teile. Und wenn man die halt hier rausholt, das ist wohl unten so eine Art Ladeschale. Da ist ein Akku sicherlich drin. Und dann noch in den zwei Dingern, in den Ohrstöpseln, die man sich in die Ohren stopft. Und ich kann mir mal versuchen, auch wenn man hier was rausnimmt, fängt da irgendwas an direkt zu brabbeln. Ja, irgendwas erzählt die da. Und wir hätten dann jetzt drei Teile zum Zerlegen. Und ich habe mir hier auch extra nochmal eine feuerfeste Unterlage besorgt mit den ganzen Akkus oder so, auch wenn die schon platt sind, weiß man nie, was da so passiert. So, fangen wir doch mal einfach mal an mit so einem In-Ear-Ding. Besteht auch wieder aus paar Teilen. Das Teil, was dann in den Ohren steckt, wahrscheinlich in der Originalverpackung gibt es ja verschiedene Größen, dass man da für seine Ohren da das Richtige aussuchen kann. Dann hier auch nochmal so ein Gummiteil, ob man das jetzt hier irgendwie erneuern kann, weiß ich nicht. Ja, und hier dann das eigentliche Teil, was man sich in die Ohren stopft. Hier unten sind irgendwelche Goldpinne. Die dienen sicherlich zum Laden, weil wenn man hier reinguckt, sind ja auch solche Goldstifte, die so ein bisschen rausstehen und die Federn gelagert sind, so dass wenn das Ding hier reinkommt, connected wird. Ja, dann an den Dingern gibt es eigentlich sonst nicht mehr viel. Hier dürft ihr halt das bzw. der Lautsprecher sein. Mikrofon könnte vielleicht hier in diesem Loch sein. Ja, und dann gibt es hier halt noch diesen Button. Das ist halt ein Button zum sicherlich Funktionen durchschalten, wie nächster Track, Anruf annehmen, Siri vielleicht aufrufen, stoppen und so weiter. Ja, dann wenn man sich das Ding hier halt anschaut, sieht man hier nirgendwo Schrauben. Das scheint dann prinzipiell aus zwei Teilen zu sein. Hier das ganze Teil, weil hier scheint dann irgendwie eine Kante zu sein und dann halt der obere Teil. Das heißt, wir müssen hier versuchen, hier zwischen irgendwie reinzukommen, um das abzunehmen. Es könnte es natürlich sein, dass das irgendwie ein bisschen verklebt ist. Deswegen habe ich auch mal ein bisschen Heißluft am Start. Ist ja so eine Heißluftstation. Da könnte man auch mal versuchen, das Ding mal ein bisschen warm zu machen, um Kleber, der vielleicht verwendet wurde, damit alles hält, ein bisschen zum Aufgeben zu bewegen. In dem Fall halt ganz hilfreich. In anderen Sachen, wo man etwas reparieren möchte, vielleicht nicht so ganz. Aber ja, schauen wir doch mal. So, Temperatur war viel zu hoch, machen wir mal weniger, 100 Grad, okay gut, lassen wir mal. Und dann habe ich mir hier noch irgendwie mal ein Skalpell
beiseite gelegt. Naja, eigentlich könnte ich das Video auch nennen, beste Methode, um In-Ear-Kopfhörer zu reparieren, hier von Blitzwolf-Dinger oder so. Mit dem Fazit, dass das alles Heidenaufwand ist und dass sie nicht gebaut sind zum repariert werden und dass man die am besten entsorgt oder wenn man Möglichkeit hat, es gibt ja auch andere Hersteller, dass man die irgendwie umtauscht und für neue zahlt, dass man diese Option nutzt und nicht selber versucht, da was zu machen, weil ja, schwierig und man möchte sich dann ja nicht irgendwie Plastikfetzen gehalten von irgendeinem Klebeband in die Ohren schieben. Also ich hoffe mal, das reicht jetzt. Ah, schon sind wir drin. Hab hier noch ein schönes kleines Plektron. Ja, halt schon echt gut. Ja, das ist halt echt irgendwie heutzutage ein bisschen alles schwierig und unnötiger Müll. Deswegen eigentlich ist sowas auch unnötig, weil wie viele Fälle gibt es, wo man wirklich kabellos haben muss. Das ist klar, vielleicht ein schönes Gadget. Geile Technik, gibt es ja auch welche, die 200, keine Ahnung, 60 Euro oder so kosten und die dann noch Noise Cancelling haben oder so. Auch schon mal erstmal sehr schön, wenn man Musik genießen möchte und seine Ruhe haben möchte, gekapselt sein möchte von der Außenwelt. Nur wenn man die draußen dann verwendet, natürlich auch sehr gefährlich, weil man nichts mitbekommt und vielleicht plattgefahren wird. Könnte man sagen, tragischer Unfall oder ein Idiot weniger, was auch immer. Naja, und wenn man halt zu Hause ist, dann vielleicht lieber eine ordentliche Anlage haben. Muss man halt nicht zu laut drehen, sonst gibt es Ärger mit dem Nachbarn, wenn man die Möglichkeit hat. Naja. So, was haben wir denn hier? Hier irgendwie, ja, scheinbar ein Sensor, bisschen Elektronik, hier irgendwie LEDs scheinbar. Hier so ein kleiner Mikroschalter. Und die Power von diesem Mikroschalter, die wird dann halt hier übertragen über diesen Plastik hier, über dieses Plastikteil. Ja, ganz schön klein der Button, aber so ist das. Hier vielleicht ein dicker Kondensator oder eher sogar die Bluetooth Antenne, könnte man jetzt so schwer erstmal sagen. So, was haben wir hier dann noch drinnen? Auf der Rückseite haben wir dann wahrscheinlich die Hauptelektronik, hier schon mal ein dickes IC. Das kümmert sich sicherlich um das meiste, wahrscheinlich hoch integriert, direkt für Bluetooth und Sprachsynthesizer und vielleicht sogar noch der Verstärker oder so drin und. Gut, ja, was haben wir dann hier noch auf der unteren Seite? Ach ja, genau, das hier ist dann auch schon der Akku. Ja, so sieht das gute Stück aus. Wenn man sich den hier mal ein bisschen genauer betrachtet, dann scheint er hier auch schon ein bisschen ründlich zu werden und kriegt schon vielleicht eine Art Blähbauch oder so. Der scheint da halt schon ziemlich gut aufgeplustert zu sein. Ja, da können wir halt zu sehen, dass man genauso einen großen Akku bekommt oder halt auch nicht. Und ja, das hier mit dem Aufmachen ging halt schon. Hier hat man vielleicht gerade gehört oder gemerkt, dass hier noch ein Plastikteil rumgeflogen ist hier. Das heißt, hier ist von diesem Deckel so eine Haltenase auch schon mal abgebrochen. Das sind schon mal nicht die besten Voraussetzungen, das Ding wieder zusammenzusetzen. Aber prinzipiell ging das doch erstaunlich gut. Das heißt, man könnte das doch tatsächlich wieder hier draufsetzen. Wenn man halt so einen Akku gefunden hat, den halt vorsichtig hier abschneiden. Erstmal halt die eine Leitung, dann die andere, zu sehen, dass man keinen Kurzschluss macht. So einen Akku suchen,
den hier reinbauen und das Ganze wieder zusammenlegen. Dann noch den Deckel irgendwie drauf und dann vielleicht mit irgendwas festkleben. Höchstwahrscheinlich sieht man dann irgendwie, dass das geklebt ist, aber das ging schon relativ gut. Von daher, nur, ja, ich glaube, kein Hersteller repariert die Dinger. Das ist schon sehr schade. Wie gesagt, deswegen, jeder muss natürlich gucken, ob er die Dinger wirklich braucht. Ob man dann vielleicht auch die überteuerten, hätte ich es fast schon gesagt, nimmt. Weil man da meint, dass der Hersteller dann vielleicht ein besonders gutes Umweltkonzept hat und die wieder irgendwie recycelt oder so. Ich bin da ja eher der Meinung, ja, schon geiles Spielzeug natürlich. Muss man sich wirklich überlegen, ob man es braucht. In den meisten Fällen sicherlich nicht. Da gehen sicherlich die Kabelgebundenen sehr gut und halten dann bestimmt auch länger wie hier so ein Akku dann, keine Ahnung, 2 Jahre oder so oder 3 Jahre, wenn man den gut pflegt. Ja, und ich sehe das dann halt so, wenn die ganzen Sachen halt gebaut werden müssen, man muss da halt die ganzen Ressourcen irgendwie verbauen und recyceln ist im Endeffekt nicht möglich, weil das alles viel zu komplex ist und viel zu viele Materialien irgendwie zusammengemischt werden und viel zu viel Aufwand, das da wieder rauszuholen, ist fast unmöglich. Und ja, das wäre ungefähr so, wie ich reinige mein Gewissen dadurch, dass ich teure Produkte kaufe, die genauso ein Schrott sind wie die hier. Und gehe davon aus, dass dann alles super ist. Aber ja, da könnte man auch sagen, wir schmeißen eine Bombe auf Berlin und gucken, was für Schaden entstanden sind und geben dafür dann Geld. Und nö, ist halt nicht. Das wäre halt auch der ganze Schaden, der da entsteht, den kann man halt nicht so abschätzen und der ist auch irreparabel. Und so ähnlich das auch hier noch. Ach ja, und was ich hier noch vergessen habe, ist, natürlich hier unten gibt es auch noch, würde ich mal meinen, einen Magneten. Hier dieser helle, silberne Streifen. Das müsste halt Magnet sein, damit die Dinger schön in der Hülle passen. Beziehungsweise halt einfach Metallstreifen wahrscheinlich sogar eher. Weil ich merke gerade nicht, dass das Ding hier irgendwie, ja doch, ist magnetisch. Ja, damit die Dinger halt gut in der Ladeschale halten. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, war es das erstmal für dieses Video. Im nächsten Video werde ich dann mal vielleicht versuchen, ob das immer noch so gut geht, mit die andere Seite zu zerlegen. Die müsste prinzipiell genauso aufgebaut sein. Ja, und ansonsten müssen wir dann natürlich noch dieses Hauptteil hier mal zerlegen. Ja, deswegen schon mal an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal.